Willkommen zurück zu Let's Play Devil May Cry 5. Und wir sind jetzt wohl wieder als Nero unterwegs. Und das ist super, denn mit Nero macht es viel mehr Spaß zu spielen als mit V, dem ollen Kylo Ren-Verschnitt. Darum ab in die nächste Mission. Mission Nummer 6 wartet jetzt auf uns. An diesem wunderschönen Samstag. Live-Aufnahme oder sowas. Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body, though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Na, das ist mal eine andere Art und Weise, wie das Ganze hier anfängt. Gibt es irgendwo noch irgendwas anderes, was ich, wo ich sozusagen angreifen könnte? Ja, die Beine, das ist gut. Wow. Okay, sorry, ich bin blöd. Jetzt habe ich es erst verstanden. Sobald er genügend Lebenspunkte verloren hat, macht er einen Knicks oder so. Oder so. Meinetwegen auch das. Ah! Alles klar, got it. Hab's verstanden. Du magst das nicht so, wenn man dir an die Beine greift. Das macht mir aber persönlich überhaupt nichts aus. Wo willst du denn hin? Junge, bleib mal schön hier. Okay, ich muss wohl hier lang laufen. Der Fette kann doch nicht einfach so losrennen. Das sind jetzt irgendwelche ollen Brandgeschichten, die er hier auf uns losfeuert. Jetzt hat er es aber. Da ist er. Da ist der Olle. Ich muss wieder ein bisschen aufpassen, wegen diesen ollen Spikes, die hier gleich kommen. Wupsa. Oder wegen irgendwelchen anderen Sachen, die hier gleich angeflogen kommen. Aber der wird sicherlich gleich wieder einen Abmarsch machen, irgendwo anders hin.
Na komm, irgendwie muss ich doch hier... Kommt das Löchlein her? What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful sons of... I'll leave this beast to you. I must press on. Well, guess it's just you and me, cockroach. Trotz allem steht das Viech hier mega auf mich. Und ich bin gerade echt mega dabei, ihm hier ganz gut einen reinzuhauen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wann der hier gleich wieder aufstehen wird. Ah, jetzt. Aber das macht nichts, der kriegt gleich nochmal ein paar Hiebe ab. Fuck. Na komm schon. Ran da und draufgemetzelt. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell wieder auf seinem Rücken. Darum... Okay, jetzt versteckt das wieder. Ach komm, schon ein Kindchen. Wuppa! Na komm. War es jetzt der letzte Angriff? Mal gucken. Aber ich würde sagen nicht. Da sind noch diese komischen Mäuerchen hier im Weg. Nein, es war der letzte Angriff. Sehr schön. Got any questions for her? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one. The other one. This one? Next to it. Come on, Nico. This one? Sure. Okay, das war so ziemlich die kürzeste Mission, die wir bisher hatten. Sehr interessant. Aber Lady ist wieder wach. Sehr schön. Dantes kleine Freundin ist jetzt wieder aufgewacht. Und mal gucken, was die uns zu berichten hat, als sie da in diesem komischen Viech drin gesteckt hat. Mal gucken. Aber trotzdem, das war jetzt ziemlich kurz. Ich meine, wir haben gerade mal... Naja, die Aufnahme läuft seit 9 Minuten. Und ja, irgendwie ziemlich seltsam. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on, I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these.
If they're of any use to you, they're yours. Well, I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on! Get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? Oh, das ist jetzt mal nett. Wir können uns einen Charakter auswählen. Wir können als V oder als Nero weitermachen. Das ist mal nice. I'm sorry for that, but ich werde Nero weiternehmen. Ich finde, mit Nero spielen macht mehr Spaß als mit V. Auch wenn ich das ziemlich cool finde, wie sich die Stories ein bisschen unterscheiden und sich so ein bisschen decken. Egal. Nero ist mein Freund. Der hat ein Schwert und er hat eine Pistole. Keine komischen Tiere, mit denen er angreift. So, ich werde noch mal ein bisschen die Zeit überbrücken, weil 12 Minuten ist bisher unglaublich knapp. Deswegen gucken wir doch mal, was wir hier noch haben. Wir haben ganz schön viele rote Schädel gesammelt. Die möchten wir doch gerne. Ha, war ja klar, dass die einen neuen Arm für uns hat. Einen neuen Arm. Hier kriegst du 4 neue Arme. Meinetwegen, aber um die Dinger geht es mir gar nicht. Mir geht es tatsächlich eher darum, hier solche Verbesserungen hier ranzuholen. Wire Snatch zum Beispiel. Um die Entfernung zu erhöhen. Was haben wir hier? Air Hike. Konzentriere die dämonische Kraft unter den Füßen, um einen Doppelsprung auszuführen. Achso, das habe ich schon, klar. Enemy Step. Das ist quasi auf die Köpfe der Gegner springen. Finde ich irgendwie ganz lustig. Aber irgendwie auch... Naja. Mal schauen. Ich hatte jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr Flächenschaden oder so gedacht. Oh, das ist aber auch ziemlich cool. In der Luft, nach hinten, Dreieck. Hm. Kraftvoller Abwehrzieb. Ja komm, nehmen wir mit. Der kostet ja nicht viel. Ein eindrucksvoller Sturmangriff, der Gegner wegfegt. Na. Ja, komm. Sehr schön, gefällt mir. Irgendwie ist die Idee ganz lustig dahinter. So, Schwertkombos sind auch gut, weil ich gerne mit dem Schwert durch die Gegend prügel. Was haben wir hier sonst noch? Nach vorne und auf einen Gegner zurasen. Das klingt auch nett. Nehmen wir auch mit. So. Und wir könnten ja vielleicht mal nochmal die Devil Breaker ein bisschen ausrüsten, damit wir nochmal ein paar mehr Devil Breaker mit uns rumschleppen. Jetzt können wir 4 schleppen. Ja, ruhig noch mehr. Weil irgendwie haben wir ganz schön viele rote Kristalle. Wir könnten nochmal schauen, ob wir uns irgendwie auch die Lebenspunkte nochmal erhöhen könnten. Blaukugel. Genau, seht ihr mal. Wir haben schon recht viel Lebenskraft.
aber ich nehme gerne noch ein bisschen mehr mit. Vor allem mit Viva, das ist nämlich ein unglaublich blöder Krampf. So, jetzt können wir uns hier nochmal ein paar Devilbreaker kaufen. Warum eigentlich auch nicht? So, Ragtime komplett. Ach komm, probieren wir den auch gleich aus. Und dann können wir die auch gleich ausrüsten, würde ich sagen. So. Ausgezeichnet. Anpassung abschließen. Ah, nö. Gucken wir, was wir noch. Objekte brauchen wir nicht mehr. Wir haben ganz schön viele Lebenspunkte bekommen. Wir könnten vielleicht noch mal ein bisschen was in Fertigkeiten stecken. Stimmt. Ich wollte eigentlich Wire Snatch 3 haben, aber egal, das ist okay. Habe ich hier sonst noch irgendwelche coolen Sachen, die ich im Sprung machen könnte? Red Queen. Streak 2. Verbesserter Streak-Angriff mit stark erhöhter Reichweite. Das ist der, wo ich auf ihn zustürme. Da, ja, das ist cool. Tatsächlich finde ich das mega cool. Red Queen Combo. Ja, komm, die nehme ich auch mit. Dann kann ich ein bisschen häufiger Dreieck drücken und mache unterschiedliche Dinge. Dann nehmen wir noch die Red Queen Combo D mit. Oh, und in der Luft auch noch solche miesen Attacken zu machen, ist natürlich richtig Premium. So, genug ausgerüstet, würde ich sagen. Und ab in die nächste Mission. Beziehungsweise in die nächste Folge. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald.